Danke erstmal, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video wird es darum gehen, ob man eine Smart Home Installation auch offline betreiben kann, das heißt ohne die Zwangscloud, die bei vielen Anbietern mitkommt. Schon mal ein kleiner Ausblick, ich habe mir eine Konbi für meinen Raspberry Pi bestellt, das heißt, ich werde mir jetzt wirklich ein Offline-Smart Home aufbauen. Trotzdem wollte ich das erstmal probieren mit Komponenten, die ich beim Discounter bekomme. Ich habe mich bei Lidl verführen lassen, diesen Zigbee Gateway zu kaufen. Wer sich schon ein bisschen mit Smart Home beschäftigt hat, der weiß, dass Zigbee der Funkstandard ist, mit dem jetzt diese Birne mit diesem Gateway kommuniziert. Das ist halt so ähnlich wie WLAN für Smart Home Geräte. Gekoppelt habe ich jetzt das Ganze schon und das macht man klassischerweise über die Lidl Home App. Die hat aber für meine Bedürfnisse zumindest einen entscheidenden Nachteil. Ich habe hier einen Online-Zwang. Ich blende das Ganze mal ein und mache das auch ein bisschen heller. So, das ist die App, die hat einen Online-Zwang. Wenn ihr jetzt aber aufmerksam auf mein Handy schaut und ich den Autofokus auch richtig einstelle, dann seht ihr oben, dass ich ja gar kein Internet habe. Und das ist so ein bisschen der Witz daran. Ich habe jetzt sowohl dem Gateway als auch dem kompletten Handy einfach das Internet entzogen, um mal zu testen, ob ich diese Installation auch steuern kann, wenn die Cloud von Lidl zum Beispiel ausgefallen ist oder der klassische Fall, wenn zu Hause das Internet versagt. Ich bekomme jetzt zwar in der App permanent irgendwelche Netzwerkfehler angezeigt, die müssen wir jetzt halt erstmal ignorieren, aber das Witzige ist, ich kann das Ganze noch steuern. Ich kann alle Funktionen der Birne benutzen, kann die Helligkeit regeln, kann die Farbe hier einstellen. Es gibt also keinen wirklichen Nachteil, den ich jetzt aus der Offline-Konfiguration ziehe. Ich zeige euch auch mal, wie ich das gemacht habe. Wir sind jetzt hier auf der Fritzbox und hier seht ihr ein Gerät mit dem Namen Lidl Gateway. Das ist jetzt nicht besonders überraschend, der Gateway der Lampe. Und ihr seht, dass das Zugangsprofil aufgesperrt steht. Das Ding hat also aktuell kein Internet. Das gleiche gilt ja auch für mein Handy, um einfach mal zu sehen, ob die App eine Kommunikation nach draußen braucht, um die Funktionalität bereitzustellen. Also um es kurz zu machen, die Lidl Smart Home Serie, zum Beispiel hier Livano Lux, ist absolut in der Lage, offline zu laufen. Umso blöder finde ich es, dass man eine App mit Online-Zwang hat. Man braucht dieses Online-Konto und ich weiß natürlich auch nicht, wie lange die App das aushält, bevor sie ihren Dienst versagt. Vielleicht geht das einfach ewig. Oder es gibt einen Zeitpunkt, wo die App sagt, so, jetzt will ich aber wieder mal Internet haben. Das ist bei mir jetzt noch etwas unklar. Das wäre natürlich ein guter Einstieg für eine komplette Offline-Lösung. Einfach das Lidl-Set kaufen und alles auf Offline schalten. Das ist beim Gateway ja noch simpel machbar. Einfach in der Fritzbox den Gateway offline schalten. Beim Handy ist das ein bisschen komplizierter. Da müsste ich jetzt die genauen URLs wissen, die die App einfach ansteuert, oder ich müsste eine extra App installieren, die dann wiederum die Lidl-App komplett vom Internet abschneidet über die VPN-Schnittstelle. Das kann man alles machen, ist aber kompliziert und wahrscheinlich nicht sehr praxistauglich. Ich habe mir jetzt eine Konbi aus dem Internet bestellt, das ist ein Zigbee-USB-Stick für den Raspberry Pi und der erfüllt dann genau diese Funktionalitäten für mich, dass ich mir hoffentlich mit OpenHub eine Offline-Smart-Home-Lösung zusammenstellen kann. Was ich in diesem Video zeigen wollte, war, dass ich halt trotz gesperrtem Internet kompletten Funktionszugriff auf die Smart-Home-Geräte noch haben kann. Ich muss jetzt also erstmal keine Angst haben, wenn Internet ausfällt oder der Cloud-Server des Anbieters eben versagt. Das ist für mich erstmal eine beruhigende Erkenntnis. Umso weniger verstehe ich dann aber diesen ganzen Online-Zwang. Ich verstehe das insoweit, dass man halt sagt, man hat dann schon die Konfiguration gesichert, die geht dann in die Cloud und wenn ich dann mein Handy zum Beispiel wechsle, wird die zurücksynchronisiert und ich muss mein Smart Home nicht noch einmal neu einrichten. Das kann ich soweit nachvollziehen, ist aber hier nicht der primäre Anwendungszweck offensichtlich, denn ich kann ja die App dann nicht mehr offline schalten. Würde ich jetzt hier diese Netzwerkverbindung wieder einschalten, würde die Verbindung zu Lidl Home natürlich permanent herstellen. Mich würde mal eure Meinung zu dem Thema in den Kommentaren interessieren. Seid ihr auch im Team lieber eine stabile Offline-Lösung als eine Online-Lösung, die meine ganzen Daten ausspioniert? Wenn euch das kurze Video gefallen hat, dann freue ich mich selbstverständlich über einen Daumen nach oben und die Krönung wäre natürlich ein Abo.